Munter geht es weiter bei Part 5 von Let's Replay Max, The Curse of Brotherhood. Und ich habe mal in meine ursprüngliche Playlist gelugt ein bisschen. Und ich muss sagen, wir kommen recht gut voran. Ich bin jetzt hier in Part 5 und habe in meiner Originallist schon quasi das passiert, was wir bei Part 10 damals gespielt haben. Also ich bin mit meiner Mini-Challenge, glaube ich, gut unterwegs. Und hier war sowas hier, glaube ich. Ah, Momentchen. Ich muss das mit Max aber so machen, wenn es geht. Nein, es geht nicht. Ja, nochmal immer wieder betonend, dass das Ganze nicht ganz so fair ist, weil ich mich ja jetzt bei diesem Durchgang hier nicht um Geheimnisse und um böse Augen kümmern muss. Aber dennoch. Jetzt aber. So kommen wir hoffentlich hindurch. Jawohl. Und haben auch gleich praktischerweise eine Treppe für unseren lieben Max. Jawohl. So, mitten durch einen Baumstamm. Einen hohlen Baumstamm. Sehr sonderbares Zoom-Verhalten. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt wieder sowas, wo ich schnell reagieren muss. Oh, ich sollte vielleicht schnell reagieren. Maxi? Maxi? This was knapp. So close, jawohl. Okay, was ist das hier? Ah, okay. Kann ich... Ups. Falsch. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Aha. Und nü? Hoffentlich reicht das bis da unten. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Jawohl, Max. Wie gut, dass unser Max so ein eifriger Kletterer ist. Und ansonsten wäre das Spiel alles andere als lustig. Aber so macht es richtig Spaß, Leute. So, oh, wir sind mit diesen Killer-Glühwürmchen noch nicht fertig. Kann ich irgendwie... Oh. Aha. Aha. Das sieht gut aus, Leute. Intuition war richtig. Ich nehme an, wir müssen da oben rauf. Ähm. No, oder? Wie soll das denn funktionieren? Nochmal. Okay. Nee, das kriegen wir hier nicht wasserdicht. Oh, das ist aber knackig. Also gut, ich weiß zumindest mal, dass ich darauf komme. Kann ich die darüber schieben? Und dann ganz schnell sein. Das ginge. Hilft mir so aber jetzt nicht viel. Nee, dafür ist das Ding zu kurz. Ich bin noch überfragt. Aber ich bin davon überzeugt, wir werden hier einen Weg finden. Okay. Er hilft. Ist das... Momentchen mal. So. Ist das vielleicht... Kann ich mit Max jetzt gefahrlos hier hin? Das sieht gut aus im Augenblick.
Was noch nicht heißt, dass ich über den Berg bin, Leute. Aber jetzt bin ich über den Berg. Okay. Wozu? Ach, dazu. Okay. Now what? Ich glaube, ich muss hier eine Art Podest bauen. So, Max. Das dann vermutlich da... Ups. Max. Hallo? Da reinschieben. Okay. Funktioniert das? Ich hab das Glück, dass es funktioniert, Leute. Uiuiuiui. Da rechts unten hin müssen wir. Okay. Moment. Geht das so? Geht das so? Das scheint so zu gehen, Max. Sehr schön. 3-3. Rutschiges Entkommen. Das hört sich nach einer Rutschpartie an. So, Max. Achso, da geht's gar nicht weiter. Müssen wir dem hungrigen Monster wieder eine Falle stellen? Und wie? Okay. Das Spiel hat mir jetzt eindeutig mitgeteilt, dass ich das Monster und diesen Igel hier zusammenbringen muss. Und dreimal dürft ihr raten. Oh, das war knapp. Welchen ich zu wem bringen muss. Frei nach dem Motto, wenn das Monster nicht zum Igel kommt, muss ihm der Igel zum Monster kommen. Oder nennen wir es Stachelschnecke. Und jetzt macht es auch Sinn, wofür dieses Seil hier ist, damit wir uns vor der Stachelschnecke in Sicherheit bringen können. Ich glaube, das Monster kriegt gleich einen bösen Dämpfer, was ihn nicht besser gelaunt macht, was uns betrifft. Yes! Armes Baby. So. Ab. Jawohl. Puh. Aber das war ja jetzt noch nicht das rutschige Entkommen, oder? Das rutschige Entkommen wird ja vermutlich erst noch kommen. Ja! Oh no, da ist er schon. Oh no. Habe ich zu spät reagiert. No, diese Quicktime-Moves sind doch aber was von übel, Leute. Hinter uns fliegen die Fetzen. No.
Der kann doch nicht uns die ganze Zeit verfolgen. Greif zu, Max! Oh, das Monster geht außen rum. Schneller, 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 Max, schneller! Gas, Max! Oh, 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 ich sehe nichts mehr! Oh, oh. What? Lady, I can't keep doing this! Oh man! 4-1, die heilige Quelle. These are the wetlands, Max. Once they were fields. Then Mustacho cursed the sky. So, this is gonna be wet? You are close to the sacred pool. Here your weapon will receive the most powerful gift yet. Okay. Ich hoffe, dieses Monster kann nicht schwimmen. Okay. Kann ich dich schieben? Ah, okay. Dann hauen wir dich mal. Können wir... Ach nee, das funktioniert ja gar nicht. Ich dachte, ich kann hier vielleicht so eine Art Leiter bauen. Mit der Erde und dem Zweig. Nee, das geht nicht. Vielleicht eine Rampe. Könnte das sein? Baue ich aus einem Erddingens... Ach, Max. Und einen Zweig, eine Rampe. Hallo, Max. Okay. Geht das? So, ganz unten raus. Ich weiß nicht, das reicht wohl nicht. Ja. Sieht aber schon nicht so verkehrt aus. Vielleicht muss ich am Schluss dann irgendwie noch so einen Haken nach oben machen oder so. Eine Treppe machen. Also eine Treppe, Treppenrampe. Vielleicht so irgendwo. Greif zu, Max. Das sind dann die etwas kniffligeren Stellen. Okay. Ja, so in der Richtung hatte ich es mir schon vorgestellt. Nur, dass es da unten bleibt. Okay. Nach oben, Max. Nach unten, Max. Noch ein bisschen zur Seite, Max. Dann kann ich es da jetzt raufschieben. Hallo? Max? Nee. Das wollte ich eben nicht. Ah. Ich habe die Biegung in die falsche Richtung. Ich jetzt nach oben haben wollen. Okay. Versuchen wir es mal. So, jetzt ist es ein bisschen aufwendiger für mich, die richtige Form zu finden. Max? Vielleicht. Na? Nicht ganz. Noch ein bisschen schieben. Ich versuche mal gleich darauf stehen zu bleiben. Nee. Nee, das ist nicht die richtige Form. Weiß das nicht, Leute. Ihr habt wahrscheinlich die richtige geometrische Einheit schon längst berechnet, mit eurem überragenden Wissen. Und lasst mich hier einfach im Dunkeln tappen. Die ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Komme ich darauf?
Ach komm, Max. Muss ich dich vielleicht so ein bisschen... Nein. Ah, oh, schade. Ja, Leute. Hm. Ich stelle mich mal wieder an. Wie der Letzte sozusagen. Aber... Noch nicht. Amex. Da verbrauche ich jetzt echt viel Zeit. Das ist aber immer noch nicht die richtige Form. Hm. Was Rollendes kann ich ja auch nicht bauen. Nee, das ist aber nicht die richtige Form, Max. So in der Richtung hätte ich mir das jetzt eher vorgestellt. Das muss natürlich auch mit dem Ziehen wieder ein Problem werden, weil wenn das Ding runterrutscht, dann haut mir der Hebel ab. Ja, genau. Aber weiß noch nicht, wie das funktionieren kann. So in jedem Fall nicht. So könnte es funktionieren, aber so bleibt er leider nicht. Oh, ist das gemein. Na komm, das ist doch jetzt mehr als nur knapp, oder? Da hättest du jetzt auch ein bisschen gnädig sein können, Spiel. Ach, sorry. Ach, Max. Hm. Ja, geschafft. Alright. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das heute noch hinkriege. Okay, über die Baumstämme. Der sieht jetzt mal niedlich aus, hört sich niedlich an, aber ich glaube... Der ist nicht niedlich. Ja, das hatte ich so ein bisschen in Erinnerung, dass ich mich vor denen vorsehen muss. Schlaf doch mal ein. Okay. Nein, bitte lass mich das jetzt nicht noch alles machen müssen. Nein. Ein Glück. Der Save Point, der Checkpoint war hier sehr cool. Vielen Dank für diese Unterstützung, sag ich mal, vom Spiel. Gut. Die sehen aber auch unentspannt aus. Ah. Achso, wollte eigentlich mir eine Art Floß bauen, um auf die andere Seite, um zur anderen Seite zu versuchen. Du bleibst jetzt nicht hängen, oder? Doch, der bleibt hängen. Ah. Ich sag doch, ich und Geometrie. Da finde ich das gar nicht mehr so hässlich, Geometrie, aber... Hm. So... Jawohl. The sacred pool of water. Go on. Hey! Follow me. Ja, folge mir. Ja, Leute, aber dieses Folge mir, das machen wir dann im nächsten Part von Let's Replay Max, The Curse of Brotherhood.
Und wie ihr euch vorstellen könnt, bekommen wir hier unsere nächste Kraft und das wird wohl die Wasserkraft sein. Also sehen wir mal, was wir im nächsten Part damit alles anstellen können. Bis dann. Ciao.